Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der 17. Ja, liebe Leute, wir sind wieder hier in der FS auf Heidi. Gut, da waren wir eigentlich schon immer, ne? Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt im Frühling, wir sind am Seen und ja, es gibt halt so ein paar Sachen, die wir jetzt machen müssen. Und zwar, ich muss euch das so erklären. Ich habe ja einen Onkel, der heißt Onkel Bernd. Und der macht Bio, also Spitzname Bio-Bernd sozusagen, ne? Und ja, der hat einen schlimmen Rücken und ein schlimmes Knie. Und der hat gestern hier noch gearbeitet und da ging es dem überhaupt nicht. Und jetzt ist er ins Krankenhaus, hat sich da operieren lassen, der kann gar nicht mehr. Seine Frau Beate, die kann so ein bisschen Schlepper fahren, kann sich auch um die Kühe kümmern, die melkt morgens immer gut und alles. Doppel-Sechser, das funktioniert immer gut, aber wie soll man sagen, ne? Braucht halt einen, den hilft, wo geholfen wird. Ja, jetzt habe ich hier meine Mitarbeiter, Tom auf jeden Fall. Und ja, der hilft mir jetzt hier ein bisschen bei der Aussaat und sowas. Da kann ich ja da jetzt mal gucken, ne? Ja, die Tage hat es geregnet und ja, da können wir halt nicht sehen. Die Maschinen stehen größtenteils hier in der Halle, es stehen dann noch welche auf dem Feld und ja, ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, was hier so Neues gibt und dann wollen wir losfahren eigentlich, ne? Ja, hier steht das T6 mit der Landsberg und so. Dann habe ich hier vorne ein Deutz stehen, eine 6185 oder was es ist, ne, 75. Beide krümeln hier ein bisschen. Ja, dann hier müssen wir bald jetzt den ersten Schnitt machen und sowas. Ja, dann steht hier in der Halle hier der Meiler, hinten der Rudolf, dann steht hier der große Drescher, den wir ja neu gekauft haben. Der hat auch schon fast 1000 Stunden auf der Uhr, der hat schon ordentlich was gerissen. Ja, dann ist hier so eine Halle, noch so eine zweite Holzbude, die ich da hingezwickt habe, auch fürs Getreide. Da können wir dann am Ende gut Getreide lagern. Jetzt habe ich ja da ein bisschen Platz für Maschinen. Ja, dann steht dann hier drüben, wie gesagt, ne, die Anerale für Maschinen und so Kram. Ja, dann zeige ich euch jetzt im Moment mal, wie die Felder aussehen. Wir bewirtschaften, wir haben halt lange kein Video mehr gemacht, ne? Wir bewirtschaften jetzt circa 160, 170 Hektar Ackerland und 40 Hektar Wiese. Wir sind mit den Kühen ein bisschen runtergegangen. Wir haben keine 150, 135 mehr. Wir haben jetzt nur noch 100, ja, 110 oder so. Wir wollen aber noch ein bisschen runterstocken, weil wir kommen mit dem Futter nicht hinterher. Und weil die Milchpreise im Moment nicht so sind. Sie waren mal besser auf 40 Cent, aber jetzt sind sie wieder. Gott, nee, ne? Auf jeden Fall, ja, dann wollen wir halt jetzt mal ein bisschen wieder neu mehr auf Ackerbau gehen, da gibt es wieder gescheites Geld für. Hier haben wir schon teilweise alles gesät. Müssen noch so 70 Hektar Weizen. Gerste ist drinne. Und dann ist eigentlich gut. Raps ist auch schon alle drinne, schon aufgegangen und so. Hier sind sie gerade noch am Tritikale sehen. Das ist das letzte Stück Tritikale. Da hinten steht einer, ein Fendt 718er. Und eine Federstart, weil wir haben im Moment zwei Sämaschinen im Einsatz, weil das Zeitfenster war ziemlich kurz bis jetzt. Wir wollten schon die Gerste reinhauen, ist schon ziemlich spät eigentlich für Gerste sehen. Aber wenn ich sehe, was beim Biobärn so läuft, oh. So, dann steht dann da hinten noch, vielleicht sieht man es, die Köckerling am 27er Fendt, den haben wir als Vorführer jetzt hier in der Heide. Ja, mal gucken, weil der 718er, den haben wir damals ja Gebrauch gekauft mit 800 Stunden, der hat jetzt 1400 auf der Uhr, aber der geht nicht gescheit, der geht nicht gescheit. Ja, die Maschinen stehen jetzt hier so, weil, ja, was will man machen, ne? Es hat angefangen zu regnen und, ja, du kannst ja das jetzt reinmanschen hier, wir können vielleicht in 2 Tagen wieder sehen. Aber im Moment ist da keinerlei Ansicht drauf, dass das funktionieren könnte. Naja, wir fahren jetzt erstmal zu Bio-Bernd. Oh, 3 Stunden bin ich wohl da oben in unten, da unten in Unterfranken oder keine Ahnung, wo das ist. Da wollen auf dem Handy gleich gucken wegen Navi und Kram. Ja. Kriegen wir schon gebacken. Ja, da hinten steht noch einer irgendwie.
Ach, stimmt, der T7. Der legt da auch noch irgendwas. Was war es? Maislichter. Ja, okay, passt jetzt. Das ist ein Spiel, ne? Vorhin, der passt nicht vor Zeitabständen her. Naja, gut. Der ist auf jeden Fall kaputt gegangen. Irgendwas am Motor, aber naja, gut. Werner, Tom ist ja da, der Hofdoof, der schläft gerade noch. Der hat Nachtschicht gemacht. Und ja, im Stall. Gut, dann, wir sehen uns dann wieder nach 3 Stunden. Ich fahre da mal schön. Bis denne. Ciao. So, nun geht das weiter hier. Ja, wir sind hier irgendwie. Pf, wie heißt denn das Ding nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe das eben die ganze Zeit gegoogelt. Aber wie hieß denn der Ort nochmal hier? Irgendwie. Stappenbach oder so? Richtig, Stappenbach. So. Ah! Laufen auch hier darum wie auf St. Peter-Ording auf der Strandpromenade. Ja, geht das weiter hier. Also die Landschaft finde ich sehr schön. Bisschen hügelig und sowas, aber ist eigentlich auch nicht viel was anderes wie bei uns hier in der Heide. Aber weißt du was, du, ich könnte hier eigentlich, wenn ich hier irgendwie mit den Maschinen und sowas keine Lust dran finde, dann könnte ich Gerd hier hinfahren. Was hat er, die Frau hat er da, die findet er bestimmt noch schöner wie Anneliese, du. Und ja, dann da kann der hier was machen, aber dann hab ich die Ruhe weg. Dann hab ich Ruhe vor dem, du. So, hier gehen wir hin. So, das weiß ich noch. So, ja. Kalle. Gib Gas. So, da geht euch hier die Auffahrt bestimmt hoch. Ja, oh, hier sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. So, Rollos sind alle unten. Naja, gut. Gucken, ob Beate da ist. Gucken wir mal, was er hier auf als Fuhrpark stehen hat. Oh, erstmal mit dem Hof gucken, was er hier so hat. Na gut, viel kann er aber hier aber echt nicht haben, du. Hier so eine Winde und so ein Holzwein, du. Na ja, gut, Schweinestall ist leer. Ja, ein Meiler hat er. Na gut, da brauchst du schon ein Schlepperchen dafür, ne? Na, lass mal gucken. Mein Haus, Silo-System, oh, das sieht ganz gut aus. Ja. Ach, hier hängt ein Zettel, du. Moin, Janni. Kannst du mir mal ein bisschen ackern? Ich bin im Krankenhaus. Ja, Maschinen sind angegangen. Können wir uns nochmal finden, ne? Ich weiß, dass er noch, ja, ein Kuhbetrieb hat. Mal gucken, was da so steht. Oh, hier. Poltergabel, Palettengabel. Oh, pff, mal gucken. Ah, das sieht doch schon besser aus. Was ist denn das für ein Schlepper? 1455 XL. Ja, eine Waffe ist das. So, dann hat er hier Lemken, Packer. Oh, Einberg Striegel, also. Schick, schick, du, das Ding kostet, aber für Bio das Beste hier, was kriegen kannst an sich. So ein 3, was für einer? 3,7er Turbomatik, LSA, ja. Hätte hier noch 2 Kipper stehen und der dritte natürlich, der da steht. Ja, ja, damit kannst du was anfangen. Ein Grubber. Ja, aber wo ist der Ackerfluch? Er hat doch hier, der hatte doch einen Quäckengrubber eigentlich immer gehabt. Naja gut, da wo man halt die Quecken damit aus dem Boden holt und die oben liegen lässt und das zerteilt die Quecken nicht. Weil wenn man Quecken zerteilt, werden sie nur noch mehr, das ist ja das Problem. So, machen wir das wieder schön zu. Oh, pff, deine Frau, hm. Keine Ahnung wo die ist, ich will jetzt auch nicht chillen, ich will was machen, du. So, dann gehe ich mal wieder rein. Ich weiß ungefähr, wo der Kuhhof sein könnte. Irgendwo hat er gesagt, ja, haben wir mal irgendwie, ich war auch mal hier zum Geburtstag, da hat er uns den mal gezeigt. Da hinten ist auch so eine schöne Halle. Ich bin, glaube ich, irgendwo hier links hoch oder weiß ich nicht, wo das war. Hier irgendwie bei der Feuerwehr. Da, hier ist er was. Hallen? Ne, hier war das nicht. Oder doch? Er hat hier die Halle, hat er. So, fahren wir mal hier hoch. Ja, das ist ja doch hier der Kuhhof. So, wo hat er jetzt die Maschinen stehen?
Gucken wir erstmal da hinten in der Halle. Sieht alles leer hier an Silos. Na gut, Kühe sind auch nicht hier. Aber stimmt, sind die auf der Weide und hat kein Silo mehr. Kann ich mir so vorstellen. Ist hier was drin? Ne, stöhne Leere, du. Hier ist nichts. Ja, da hinten will ich nicht reingehen. Ich gehe von vorne rein. Da der Mischstreuer stehen, jo. Aber Güllegrube ist auch leer, also. Was hat er denn? Hm, keine Ahnung. Naja, gehen wir an die Halle hier vorne ran. Gucken, was hier ist. Ah, hier sieht schon ganz gut aus. Oh, ja, also da steht was. Und der hat da bestimmt auch Geld zum Fressen. Hier, Güllefass, Wasserfass. Einstreu, das Ding. Oh, das kostet auch viel Geld, du. Das weiß ich, wir haben denselben Oppresse, die uns abgebrannt ist und allen. Ziehen wir dann. Schwader, Wengele, was hat er hier noch? Wender, oh, hier so ein Holz. Oh. Ah, da ist der Flug. Oh, der T5, du, das, der sieht gut aus. Da müssen wir gleich fahren. Stecken der Schlüssel. Jo. So, ja, das sieht gut aus. So. Ich weiß, wo die Ländereien sind. Das hat er mir am Telefon gesagt. So. Tür zu. Er hat gesagt, angeackert hat er. Machen wir erstmal vorne hoch. So, und jetzt hinten hoch. So, los. Ja gut, der 5 Jahre hat er hier auch zu zaubern, du. So, wir haben ausschwenkendes Fahrzeug hinten, also Rundumleuchte an. Arbeitsgerät, nicht Fahrzeug. Fahrzeug ist hier, nicht hinten. So, ja, das weiß ich. Hier rechts hoch, am Kuhstall rechts hoch, hat er gesagt. Er hat nämlich schon angefangen. Gerste Saatgut hat er gesagt, er hat angefangen Gerste zu sehen, aber dann hat er kein Saatgut mehr gehabt. Dementsprechend müssen wir jetzt sehen, nämlich der zweite, also das ist hier auch von Werner, der Händler heißt auch Werner, also das ist praktisch auch der hier aus der Heide, das ist halt sein zweiter Standpunkt. Und ja, ne, da... Der bringt ihn dann noch Saatgut, der hat ja ein bisschen was auch vom letzten Jahr gehabt. Aber naja, gut. Wir geben uns Mühe, dass wir hier das alles gescheit machen. So, hier drüben ist Saat. Ach, dass hier immer so Verkehr kommt, ey. Das war da damals nicht so. Hier war da noch nicht. So. Dann fahren wir links hier runter. Ja, siehst du, da hat er angefangen. Der Kerle. So, Flug drehen. Wir werden jetzt auch nicht, ich denke mal, ich werde hier dann mal Gerd drüber schicken und wir werden immer mal hier gucken, aber ich werde meistens in Heide bleiben, also da kriegt man mich nicht weg. Hauptsache, wir kriegen das hier so einigermaßen gebürstet bei ihm. Und dann geht das. Allrad mal reinmachen. So. Müsste ja Bescheid eingestellt sein. Sieht ja ganz anständig aus, was er hier gemacht hat. Ja, aber hier muss er dann auch echt ziehen, du, wenn er es hier hochgeht. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Aber naja, wir werden sehen. Da vorne steht noch ein Streifen. Naja, der ist auch mal immer so ein bisschen querchen in der Platte. Wiesen hat er gesagt, er hat auch ein bisschen Heu da unterm Dorf gemäht. Das sollten wir dann noch wenden. Ich denke mal, wenn ich hier heute die Brocke noch sehe und nicht sehe, Acker, Vorgewende, Acker und dann da unten nochmal Wände oder sowas, dass er da sein Heu reinkriegt, dann ist das ja in Ordnung. Er hat auch gesagt, er wird in ein paar Wochen wieder hier sein. In 2-3 Wochen. Wenn es passt, wenn nicht, ich weiß es nicht, ob er dann auch Reha machen muss oder was dann da ist. Auf jeden Fall, ich denke mal, der wird nach der OP, wenn er sich dann da erholt hat, wird er mal kurz hier gucken, da wird er vielleicht so ein bisschen rummachen können, aber dann wird er noch mal ein paar Wochen in die Reha gehen, denke ich. War ja bei Gerd nicht anders, der war auch
drei, vier Wochen in der Reha oder sowas und das ganze andere, die davor die Operation hat, wie lange er da weg war, hat eine Woche gedauert oder zwei. Ich denke mal, jetzt ist erstmal 2 Wochen weg und dann nochmal so drei, erstmal eine Woche daheim und dann nochmal 3 Wochen und dann müssen wir sehen, was er machen kann. Auf jeden Fall, bis er wieder hier ist, ist sein Getreide aufgegangen. Das denke ich mal. Und der Anneliese schickt mir mal hier rüber. Nee, da kriegen wir gescheitert nicht mehr gescheites zu essen, das ist auch schlimm. Da kann Gerd hier ruhig und Anneliese, du, da kann. Können wir Erde mal bei uns, dann machen die zwei da Tier und wir machen das da und Hofdorf Tom oder Torfdepp oder wie man es auch immer nennen kann, der hilft uns dann da in der Heide. Und ja, das kriegen wir schon backen. Der hat auch 40 Hektar Ackerland und 20 Wiese oder sowas und 30 Kühe. Ich stehe diesen Moment auf der Weide, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja. Der Schlepper kommt auf jeden Fall in den Berg nicht so gescheit. Naja, gut. Wahrscheinlich, der Flug hat er ja neu gekauft. Hat bestimmt einen 4-Schar davor gehabt, das ist ein 5-Scharer. Und da hat er sich das so gedacht, dass das so geht, weil gut, 14,55er gehört eigentlich davor und der vor die Seemaschine. Aber wer weiß, wahrscheinlich hat er sich ja hier mit dem Rücken hier drauf gekniet, weil hier ist entspannter sitzen wie auf dem 14,55er. Aber ich weiß es nicht, ich saß immer auf dem 14,55er. Auf jeden Fall, also wie sich das hier so ansieht, so das Interieur und so, das ist schon geil, finde ich. Also, das ist schon eine geile Ausstattung, was er hier hat. Hat er ein bisschen zu knurren, aber naja. 120er Schlepper, ne? 4 Zylinder. Ja, 6er wäre besser, aber naja. Ja! Da war mir das ganze Schützrad kaputt, man muss anders umdrehen, wenn ich... Wenn ich so umdrehen, ist auch scheiße, anders zu... Naja, gut. Bei uns in echt geht das so mit Makrotron. Da kann ich so drehen und rückwärts fahren. Das funktioniert, kommt nicht dran. Es sei denn, du hast da jetzt echt so eine Dings, da kannst du auch schon mal Schützrad abfahren. Aber naja, gut. Das fehlt auch aber. Gut, liebe Leute, aber wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, ob es dann hier sein wird oder ob es in Ebstorfer Heide sein wird. Aber ich denke mal, wir werden uns hier wieder sehen beim Sehen. Das mache ich dann mal schon, wenn der Saatgut da ist. Das wird bestimmt morgen kommen, schätze ich mal. Oder nachher beim Wenden sehen wir uns dann eben 3-7er und wenden das bisschen da unten, das Heuwasser gemäht hat. Und ja, bis dahin, euer Janni, macht's gut. Tschüss. Ach, Akrobo, vielleicht kriege ich ja noch Beate hier zum Flügen. Dann kann ich schon mal wenden. Dann habe ich mehr Freizeit. Ja, macht's gut. Ciao.